Hin und wieder treten in Deutschland skurrile Wetterphänomene auf. Wusstest du schon von diesen dreien? Blutregen. Erst Anfang März wurde Sahara-Staub vom Wind nach Deutschland getragen. Bei diesem Phänomen wird die Stadt in einen gelblich-orangenen Ton gehüllt. Tritt zu dieser Zeit ein Regenschauer auf, entsteht ein sogenannter Blutregen. Der Wüstensand wird aus der Luft gewaschen, sodass sich das Wasser verfärbt und einen roten Film auf den Autos und Gegenständen hinterlässt. Polarlichter. Polarlichter in Deutschland sind eine absolute Seltenheit. Doch erst in diesem Monat wurden sie in Sachsen gesichtet. In der Regel treten sie nur in der Nähe der Pole auf, aber selten sind sie auch in Gegenden wie Deutschland zu sichten. Dafür ist ein sogenannter Sonnensturm nötig. Dieser entsteht, wenn der Sonnenwind für kurze Zeit und in einem begrenzten Gebiet deutlich stärker ist als sonst. Mammutuswolken. Die nach unten gewölbten Mammutuswolken gehören zu den faszinierendsten Wolkenarten überhaupt. Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Beutel bzw. brustartig. Sie treten meistens bei Gewittern und Schauern auf. Es werden verschiedene Theorien für die Entstehung von Mammutuswolken diskutiert, doch keine von ihnen konnte bisher wirklich bestätigt werden.